Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Super Smash Bros. Ultimate. Oh mein Gott, ich wollte gerade Yoshi's Crafted World sagen. Puh, nochmal Glück gehabt. Aber das soll noch jemand sagen, kommentieren ist wie Radfahren. Verlernt man einfach nicht. Tja, ich bin der Gegenbeweis auf jeden Fall. Nun gut, wir haben jetzt schon länger, glaube ich, kein Smash mehr gemacht und somit habe ich halt null Ahnung, wo wir überhaupt stehen geblieben sind. Ich weiß halt nur, ja, hier gibt es auf jeden Fall einiges noch zu machen, wenn ich mir das so angucke. Und ich würde sagen, Vulkan werden wir einfach mal als erstes bestreiten. Die Aufgaben werden natürlich auch nicht viel einfacher, sprich, Failen ist natürlich wieder eingeplant. Nee, wird schon gut gehen. Ich habe da schon mein Vertrauen. Vor allem auch wenn ich schon jetzt länger kein Smash mehr gezockt habe, sowas verlernst du einfach wirklich nicht. Natürlich, ein bisschen schlechter bist du. Oh Mann, okay. Gut, ich war jetzt nicht darauf eingestellt, dass ich noch mit Falco spiele. Stimmt, das habe ich ja tatsächlich beim letzten Mal eingestellt. Das wäre so ein Yoshi natürlich nicht gut, nicht schlecht. Na gut, werden wir auch mit Falco schaffen. Da habe ich irgendwie wenig Misstrauen. Gut, randalierende Riesen. Oh ne, das ist nicht gut. Okay, ne, der ist schwach, der ist schwach. Das packen wir ohne Probleme. Ah, so muss das sein. Ist schon mal ein guter Start wenigstens in die Folge. Ich hatte jetzt irgendwie mit so einer Legendenaufgabe eventuell gerechnet, dass man halt gleich direkt so richtig fett aufs Maul bekommt. Aber gut. Mal, ist mal was anderes, dass mich halt das Pech verschont. So, ich sehe schon mal verdammt Nebel. Das ist nicht gut. Was habe ich denn für Nebel? Ja, wow. Anscheinend gar nichts. Gibt's ja gar nicht. Denk ich mir ja. Weil wir übrigens schon bei diesen Subgeister sind, ich kann sagen, es ist komplett egal, ich habe alles, kann ich euch sagen, denn naja, ich war mal privat ein bisschen aktiv und habe mir tatsächlich alle Premier und alle Subgeister geholt. Also ich habe wirklich tatsächlich ein komplett volles Deck. Ja, okay, der DLC fehlt noch, also der Kämpfergeist von Joker. Aber ansonsten bin ich wirklich komplett. Und der Kämpfergeist ist jetzt nicht was unbedingt, zähle ich jetzt nicht unbedingt so stark zu den wichtigen Geistern. Der ist nämlich einfach nur zum Angucken. Leider. Aber ich wollte euch das mal kurz gesagt haben, also mir war ein bisschen langweilig, sagen wir es einfach so. Vor allem auch alle Meilensteine geschafft. Ich kann euch das nachher dann gerne zeigen. Jetzt erstmal ganz normal hier weiter. Ich möchte nämlich schon wieder, keine Ahnung, schauen wir mal, ob wir so 10, 15 Aufgaben wieder hinkriegen. Vulkan schaffen wir auf jeden Fall. Gut, da oben sehe ich schon eine Kiste. Apropos Kisten. Ich hoffe, wir haben bisher alle überhaupt gesammelt, weil Kisten sind ja generell, ja, ein bisschen unfair teilweise. Gut, Feuerboden, verdammt. So, blau. Nehmen wir mal das Horror-Kit. Und was haben wir denn für Feuer? Wow. Wow. Wieso kommt da einfach alles durcheinander? Vor allem, das ist auch schon wieder so mühselig, einfach alles wieder einstellen. Ich will nicht sagen, aber wir haben es mitten in der Nacht, okay? Da hasse ich diese ganzen Faxen. Gut, theoretisch hätte ich auf das Feuerboden noch verzichten können, dann hätte ich halt einen kleinen Luftkampf gemacht. Hätte mich jetzt auch nicht gestört. Okay, der hat eine Erzkeule. Oh je! Yeah. Hui! Also das hat mich jetzt weggefickt. Warum krieg... Safe nicht. Keine Faxen. Okay, die Kea hat jetzt auch nicht den stärksten Ultrasmash, aber kann schon gefährlich werden. Natürlich, bei meinen Geistern ist hat er keine Chance. Ich habe, glaube ich, generell irgendwann mal gesagt, ja, ich werde, glaube ich, schwächere Geister verwenden. Habe ich ja super... Na, da ist der Legendending. Verdammt. Das finde ich Turbolauf, Abwehrstärke, Angriffsstärke. Jawollo! Kotzt mir noch mehr ins Bein. Natürlich. Jetzt muss ich jetzt überlegen, was habe ich da am besten auf Lager? Ich würde mal sagen, wir gehen nach Power. Die vier Stärksten einfach mal, die haben nicht mal irgendwie ein Subgeist-Ding, weil die einfach schon so stark sind. Boah,
Ja, komm, mach mal. Ich krieg dadurch zwar ein bisschen Schaden, aber stört schon nicht. Stört schon nicht, dafür haben wir die Notfallheilung. James McCloud aus dem Star Fox Universum. Und es ist nur Fox. LOL, Fox gegen Falco, jawollo! Finde ich cool, oh lol. Nee, finde ich nicht cool, finde ich nicht cool. Der hat mich gerade ein bisschen zervögelt, aber gut. Hoch da, hoch da, hoch da, hoch da. Nein! Wieso gehst du nach rechts? Ich hab Kerzen gerade nach oben. Das war ganz deutlich senkrecht, wo ich hochgehe. Ne, okay. Gut, dann fliegt er einfach mal seitlich, warum nicht? Obwohl, habe ich hier verdient jetzt die Niederlage. Alter, wie mich der gerade am Anfang planiert hat. Habt ihr das gesehen? Alter, der hat mich richtig gekombot. Das kenne ich sonst nur von Miggy in den Online-Folgen. Das hat er nämlich mit mir auch schon mal gemacht. Dafür hasse ich ihn nach wie vor, dass er das getan hat. Ey! Ich habe irgendwie so ein Gefühl, die Steuerung versagt gerade ein bisschen. Mann! Was soll das? Das Ding steht neben mir, die Switch. Also, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Was könnt ihr Joy-Cons eigentlich? Oh ne, jetzt hat der noch einen Smash. Oh. Der trifft mich natürlich. Ja, ich bin weg. 105%. Ne, überlebe ich nicht. Doch, überlebe ich schon. Unten ist irgendwann ein Item. Bitte, 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 bitte. Ja, super. Das ist in da, wo ich gerade bin, ist es, glaube ich, schon egal. Okay, jawohl, greifen. Vielleicht kriege ich ihn noch. Okay, jetzt kann ich es vergessen. Ja, super. Oh. So, jetzt aber bam. Jawohl, ich habe verkackt. Hilfe, 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 komm, ich brauche den Typen. Jetzt aber. Nee, das gibt's doch nicht. Jawohl. Und ich lande direkt auf dem verdammten Teil da. Und das hat mich jetzt einfach, ja, ins Jenseits befördert. Dankeschön. Oh Gott, ich werde verzweifeln, ich werde verzweifeln. Keine Chance hier. Auch wenn es ein schöner Star Fox-Kampf ist, aber es ist halt trotzdem ein bisschen ätzend. Ich will nicht greifen. Ach, komm doch! Nicht mit mir, nicht mit mir. Ich habe nach wie vor Notfallheilung. Er muss mich sozusagen zweimal besiegen. Okay, das hat er jetzt schon zweimal getan, aber egal. Ja, wahrscheinlich. Hey, Alter! Ja, natürlich, mich greift auf einmal. Naja, aber wenn ich ihn greifen will, nee, haben wir keinen Bock darauf. Ja, moin. Und das war schon wieder mit mir. 90% confirmed, oder? Okay, nicht ganz. Es wird ein bisschen länger dauern, sage ich euch jetzt schon. Warum denn? Könnt ihr euch bitte nicht diese legendären Geister behalten? Die braucht doch keine Sau. Ey, der geht mir so auf die Eier. Vor allem jedes Mal, wenn du den hittest, trifft er den nicht. Ja, natürlich, bei mir schlägt er durch. Sackgesicht, du. Ja, verdammt, ich dachte wirklich gerade, der fällt runter. Das wäre natürlich schon ein bisschen krass. Ja, okay, da kannst du machen, was du willst. Keine Ahnung, aber das verstehe ich generell nicht. Wie kann das sein, dass ich teilweise dieselben Attacken mache? Erwischt mich immer wieder. Aber dieses Mal stehe ich weiter weg. Das heißt, mich fegt es nicht so weit weg. So. Dieses Mal nicht, mein Freund. Okay, ab einer gewissen Prozentzahl kriegt er also diese Stärke. Ich brauche nur diesen verdammten Ultra Smash. Gut, er hat verfehlt. Ah, verdammt! Komm, Notfallheilung! Gib mir ein paar Prozente! Hä? Jawohl, jetzt aber. Nee!
Aber er ist auch weg. Er ist auch weg. Er hat verkackt. Er hat sowas von verkackt. Ich weiß nicht warum. Also irgendwas hat ihm gerade Schaden zugefügt. Habt ihr das gesehen? Was das war? Kann sein, dass das Subwafer ihm gerade selbst einfach die Ladung gegeben hat. Wenn ja, dann war es auf jeden Fall episch. Ich hab das jetzt nicht hingeguckt. Ich sah nur, dass der gerade irgendwie ein paar Probleme hat. Ach man. Ja gut, so kann man auch gewinnen. Und das alles für zwei Snacks. Super. Und es ist schon wieder Nebel. Ey Mann, was sind das heute für dreckige Missionen? Nachteilig der Geistertyp? Nee, 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 nee. Auf Nachteile habe ich jetzt gerade keine Lust. Bitte nicht. Ich glaube, man hat mir jetzt gerade schon angemerkt, dass ich ein bisschen säuglich auf die eine Mission war. Der Salzeimer füllt sich langsam. Ich hoffe, das war die einzige Mission, die was den aber zum... was das Ding hier halb voll gemacht hat. Oh Gott, Mann. Jetzt bin ich wieder durcheinander gekommen mit den Worten. Okay, es sieht gefährlich aus. Es ist halt schon wieder eine große Version, die macht so viel Damage. Tu mir bitte den Gefallen. Lasst mich doch in Ruhe! Yo! Wischt mich eh nicht. Siehst du, ist schon down. Da oben stand gerade satten Schaden, also ich habe gerade nochmal extra Damage bekommen. Ey, übertreib doch noch mehr. Also langsam wird es echt kritisch. Ich mache mir schon Sorgen ein bisschen. Glücklicherweise haben wir es nicht mal lange. Also wenn ich kurz auf die Karte gehe, wir haben nur mal das da oben ein bisschen und dann sind wir fertig. Also zumindest mit der Weltkarte. Ob ich dann wirklich weitermache, habe ich mich ja noch nicht entschieden. Da werde ich euch natürlich noch Bescheid geben. Aber bis dahin haben wir auch noch Zeit. Ich sag mal, 2-3 Folgen sind da bis dahin noch. Vor allem, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das nicht die einzige legendäre Mission bis dahin war. Da kommt noch was. Und ich weiß, es ist nicht nett. LOL! What? Nicht schlecht. Kam jetzt ein bisschen überraschend, aber gut. Ey, Mann, warum killen sich jetzt wieder alle Kom-Gegner selbst? So langweilig ist doch auch wieder nicht. Ah, 4-0 Sozianos, na wollo. Ne, aber was war das jetzt gerade wirklich von Ridley? Ich verstehe, dass Kom-Gegner manchmal eventuell irgendwas tun, was nicht ganz logisch ist, aber das war jetzt schon... grenzdebil und ordentlich behindert. Das könnte schon ich gewesen sein, weil sowas passiert mir laufend. Dass ich mich selbst kill. Also das könnte wirklich ich gerade gewesen sein. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Gut, jetzt, oh, nee, jetzt hat die wieder ein Schild. Okay, nee, nee. Alles gut, alles gut, alles gut. Verdammt, das Schild hat's abgeblockt. So, einmal bam. Das gibt's ja nicht. 132 Schaden, das überlebst du nicht mehr lange. Nee, 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 nee. Verdammt, verdammt, verdammt. Jetzt ist es. Jawollo. Nice. Kämpfer für heute freigeschaltet, so muss das sein. Weil ich da schon wieder mit den Lernjuwelen sehe, ich soll gleich mal gucken, ob wir irgendwas verbessern können. Zumindest so in Richtung von Standardangriffen. Da geht es wieder runter. Jawohl. Ja, schauen wir mal. Wissensbaum. Was gibt der denn so her? Wir haben 86 Stücke. Verstärkt eigene Smash-Angriffe, verkürzt Smash-Aufladezeit. Was sonst? Katapultiersprint. Ja, ich würde sagen, das da oben brauchen wir auf jeden Fall. Ja, wow. Ein bisschen teuer. Also die kriegen wir heute auf jeden Fall nicht mehr hin, aber sei es drum. Beim nächsten Mal haben wir das. Gut, das ist jetzt mit, das ist mir jetzt mal egal. Der hat nur 1600. Der ist leichte Beute. Da kannst du ja noch so einen krassen Typenvorteil, Typen-Nachteil haben. Der ist tot. So, ja, 42%, 69.
Weiter auf 91 und... Oh, verdammt. Vor allem mit Prozenten. Merkt euch fürs Leben, okay? Verwechselt Smash niemals mit eurer Klausur. Mit eurer Klausur. Denn, naja. Während bei einer Abschlussklausur irgendwie die Prozente wichtig sind und je mehr Prozente, umso besser, ist es hier genau umgekehrt. kleiner Anfängertipp für die, die noch nie Smash gespielt haben. Warum ich das erwähne? Also ich bin jetzt gerade nur drauf gekommen, weil ich mich da... Lol. Da geht's gar nicht weiter. Als ob. Ach, so läuft das. Okay, jetzt kann ich nochmal zurücklaufen. Super. Ich dachte irgendwie, da geht's jetzt noch runter, aber nee. Da geht's tatsächlich schon weiter. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich hier bei dem Zug einfach im Kreis laufen. Ich schaue mal kurz. Da haben wir mal eine Kiste, die holen wir uns gleich mal. Nee, warum ich das gerade erwähnt habe, nicht, weil ich gerade kein Thema zum Sprechen auf Lager habe während der Folge, okay, das vielleicht auch, sondern da kann ich mich an so eine Geschichte erinnern, einfach so aus meiner Kindheit. Wenn du halt jemand bist, der was Nintendo den ganzen Tag zockt, schon in der Kindheit, und dazu zählt logischerweise auch Smash, damals war es Miele, und du willst ihm einfach irgendwie Miele erklären, dann ja, der hat wirklich geglaubt, da kann ich mich erinnern, da hatte ich jemanden, der hat wirklich geglaubt, er hat einen Vorteil, wenn er mehr Prozente hat. Das sind, oh Gott, ich bin tot. Und jetzt hätte ich nicht so viel reden dürfen. Mehr aufs Kämpfen konzentrieren, Markus. Mehr aufs Kämpfen. Och, ich weiß, es ist Mitternacht. Ich weiß es ja, aber sei es drum. Wenn man halt sonst keine Zeit hat, dann muss man halt auch zu solchen Schritten wagen. Alter, komm! Wie viel noch? Geh aus dem Scheißbohrer raus! Das ist ein Witz. Jawohl, und ich bin wieder down. Schade, dass man jetzt nicht dieses Ding verwenden kann, dieses Hilfs-Item, wo einfach Items komplett wegfallen. Ne, hat man natürlich daran gedacht. Das wird jetzt voll und ganz bringen. Der startet ja schon mit einem, das ist ja auch unfair. Du brauchst ein paar extra Prozente, auf jeden Fall. Nimm den Scheißbohrer in die Hand. Aber jetzt. Alter, geht doch so einfach. Ich hab mich zweimal outplayed, aber... Dass ich einmal einen verdammten Bohrer vielleicht abschieße, der was ihn genauso zusetzt? Ne. Dafür ist man natürlich mal wieder zu inkompetent. So. Rauf da! Ich bin froh, dass ich auch gar keine Geistpunkte mehr oder sowas brauche, weil aufgrund, da ich ja wirklich schon alle Geister habe, sind die eigentlich fast nur mehr zum Sammeln. Irgendwann kannst du angeben und sagen, hoho, ich habe 1 Million Geistpunkte oder sowas. Obwohl, ob das wirklich was zum Angeben ist, ich glaube nicht. Nicht unbedingt. So, jawohl. Ach so, ich bin gestärkt. Alles klar. Der ist auf jeden Fall down dann. Ja, der kann sich eingraben gehen. Ab ins Himmelreich zurück. Ab ins Himmelreich, weil er ein Engel ist. Ja, ihr wisst schon, ihr wisst schon. Ich wollte gerade schon wieder lustig sein. Hat jetzt gerade nicht so funktioniert, wie ich wollte. Ach, Mann, ey. Ja, kurz gehen dann. Letzten Kräfte mobilisieren. 20 Lernjuwelen. Okay, das ist sogar ganz gut. Vielleicht kriegen wir das tatsächlich noch hin, das Teil. Okay, ah, verdammt. Ohne Zug komme ich nicht weiter. Den Hebel habe ich doch eh am Anfang hinübergelegt. Wie viel ist denn da? 1, 2, 3. Da ist eine Kiste wieder. Okay. Verstehe schon. Schaffen wir auf jeden Fall noch. Also ich schaue gerade auf die Zeit. Wir haben jetzt circa gerade 20 Minuten so um den Dreh. Ich glaube, das können wir noch hinbiegen. Solange jetzt keine Legendenmission kommt. Bitte, bitte, bitte keine Legendenmission. Keine Legendenmission. Alles nur, nur das nichts. Nur das nicht. Moin, ist der lieb. Es tut mir immer im Herzen weh, Yoshi eigentlich eine zu polieren, aber leider muss man es ja.
Da ist er down. Verstehe ich jetzt zwar nicht, warum das gerade irgendwie. Sorry, aber das war zu einfach. Ganz easy erklärt, das war viel zu einfach. Habe ich die Schwierigkeit vielleicht schon wieder auf einfach gestellt? Wartet, schaue ich kurz mal. Ne, die ist sogar auf normal. Ja, moin. Jetzt habe ich nicht gelesen, da stand Erdbeben. Verdammt. Okay, das wird jetzt kritisch. Ne, Blödsinn, das ist. Ja, super. Dann stand halt dort doch nicht Erdbeben, da stand halt Elektroböden. Ich habe nur gelesen, dass da irgendeine Eigenschaft stand. Elektroböden also. Kleinen Schlawiner. Was haben wir denn da? Es gibt ernsthaft nicht mehr für Elektro. Ey, da bist du eigentlich voll aufgeschmissen teilweise, wenn du den oder den nicht hast. Aber gut, juckt mich nicht mehr. Autsch. Boah, du mit deinem Schwert. Ist aber nicht unbedingt schwer. Ich glaube, das ist ein Junior-Geist, wenn ich sogar richtig gelesen habe. Alter, geh dich eingraben. Finger weg von dem Item. Finger weg von dem Item. Das tust du nicht. Boah, ich liebe Fire Emblem Muckel. Muckel. Ich liebe die Fire Emblem Mucke, also Musik. Ist dieser Remix aus Fire Emblem Fates. Ich finde einfach voll episch. Ich glaube, da oben war jetzt eine Bombe. Ne. Ach so. Stimmt, ich habe einen Item-Magneten bereits freigeschaltet. Ey, super. Ja, natürlich. Jetzt am Schluss kriege ich die Ladung. Dein Ernst? Der weicht wieder aus. Super. Oh Gott, der hat eine Bananending. Hat aber verschossen. Jetzt ist das. Hui. Das war jetzt mal gar nicht so einfach. Okay, das war sicher kein Junior-Geist. Was doch? Ey. Also manchmal ist es schon ein bisschen strange, was man da für Geister bekommt für den oder den. Ach so, das ist ein Aktivitätsleiter. Ja gut, da ist logisch, dass es ein bisschen schwerer ist. So, nee, 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 warte. Schalter umlegen. Schalter umlegen! Warte, liebes Spiel. Schick mich einfach direkt zur Lok zurück, natürlich. Nee, nee, alles geklärt. Ah, jetzt kommt wieder schöne Musik. Mario Kart Double Dash. Boah, das sind Kindheitserinnerungen. Leider habe ich Mario Kart Double Dash gar nicht mehr. Ich kann mich erinnern, die CD ging irgendwann mal flöten. Also flöten, in dem Fall, dies hatte einen ziemlich krassen Sprung und war dann irgendwann mal kaputt. Und bisher. Ich habe die, glaube ich, dann irgendwann mal zur Reparatur einschicken lassen, ob man die noch retten kann. Spielstände waren, glaube ich, dann alle weg, leider. Das konnte ich halt dafür gar nichts, aber. Sei es drum. Ja, und jetzt mittlerweile ist halt, habe ich Double Dash auch gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wo das ist. Also, keine Ahnung. Ist das einzige GameCube-Spiel, das ist das zweite Mal, was verschwunden ist. Beim ersten Mal ist es verschwunden, dann ist das der kaputte aufgetaucht und dann ist es wieder verschwunden nach der Reparatur. Ist ein bisschen komisch. Vielleicht liegt doch die ganze bei mir im Schrank. It's a prank, verarscht. Naja, es wäre mir schon längst aufgefallen. Aber Mario Kart Double Dash, das wäre so eine Sache für ein Let's Play. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Okay. Wow. Ist ja geil, wenn er super Rüstung hat. Bringt ihm leider nur gar nichts, wenn er so viel Damage kriegt. Bam! Für dich hat sich dein Leben erledigt. Oh Gott, die Zeit läuft schon langsam davon. Wir müssen ein bisschen schneller machen. Okay, ansonsten vergessen wir es einfach. Nee, nee, ist glaube ich schon das Ende. Stimmt, da ist der letzte Geist. Und das ist nicht mal ein legendärer. Oder ein Ass zumindest, weil er bei einer Kiste ist.
Na gut, haben wir ein einfaches Spiel. Oh mein Gott, ja, super. Vier Gegner mal wieder. Kriegen aber ganz schön viel Damage, okay. Alles gut. Gut, die ersten zwei down. Der geht auch flöten. Nur mehr dich. Bam! Nochmal ein paar Lernjuwelen wären jetzt nicht ganz schlecht. Bitte, 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 Lernjuwelen, Lernjuwelen. Vielleicht geht es sich tatsächlich aus für die eine Belohnung. Für, also im Wissensbaum. Wartet. Ich sage, es sind Geistpunkte. Oder irgendwas anderes. LOL! Jawollo! Das könnte jetzt knapp werden. Bitte. Es muss reichen. Jawohl, es reicht! Nice. Starker Smash. Ihr könnt mir schon glatt meinen, ich hätte das gefaked, oder? Dass sich das genau ausgeht. Nee, nee, passt schon. Ah, ist ein bisschen Glück auch dabei. Gut, Leute, dann würde ich sagen, lassen wir das mit der Folge heute bleiben. Ich bin auf jeden Fall schon sehr müde. Hat man mir auch, glaube ich, angemerkt. Heißt, beim nächsten Mal hier auf der Ranke geht es weiter. Und ach du Scheiße. Da ist ein Portal. Ah, alles klar. Aber ich glaube, das ist das Portal gewesen, was nicht so lange dauert. Also, wo glaube ich, nicht mal viel zu kämpfen ist. Aber ansonsten ist hier noch einiges. Da ist ein Kämpfer und was weiß ich, was da noch kommt. Aber wir sind auf jeden Fall bald bei Kira und dann haben wir das Teil hier auf jeden Fall geschafft. Freut mich das auf jeden Fall. Nun gut, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, Leute.